damit herzlich willkommen zurück zu Let's Play The Elder Scrolls 5 Skyrim mit mir Suicide Cat. Da steht ja unser Pferd. Ich will jetzt aber hier irgendwo einen Auftrag machen. Hier, finde den Helm von Winterfeste in Stolz von Tel Vos. Wo auch immer das sein soll. Da hinten, Frack, der Stolz von Tel Vos. Okay. Let's go. Man kann ja mal ein bisschen schnell reißen, auch mit dem Schrei. Kann es ja ein bisschen nutzen. Mal schauen. Wir müssen darüber. Da muss irgendwo ein Wrack sein. Ach du Scheiße, sterben wir jetzt, wenn wir da runtergehen? Und diese Textur. Und ach du Scheiße, ich kriege Augenkrebs. Wir gehen einfach mal runter und eventuell muss ich mal kurz und zack! Shit. Daneben. Und wieder daneben. Ah, sie kommen, sie kommen, sie kommen, sie kommen. Die Frage ist nur, wohin? Alter, wollt ihr mich verarschen? Ach, egal. Ich kann einfach nicht Bogen schießen in dem Spiel. Spielt ja auch keine Rolle. Zweihändig verbessert. Jawoll, ja. Wir speichern mal kurz. Da vorne ist nämlich irgendwas. La 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 la. Ein toter Mann. Ach du Scheiße. Okay. What the hell? Sterbe ich da, wenn ich da in den Kreis gehe? Den Stab nehmen wir auf jeden Fall mit. Was haben wir hier liegen? Alchemie verbessert. Froschsalze nehmen wir mit. Eisgeistzähne nehmen wir mit. Seelenstein ist auch wertvoll. Was hat uns da gerade so immens Schaden gemacht? Ich bin mir da gerade nicht sicher. Die Richtung stimmt. Na gut. Wir speichern nochmal. Und dann gehen wir mal weiter in diese Richtung. Oder auch nicht. Vielleicht gehen wir erstmal runter. Sieht ja ganz nett aus hier. Liegt überall Muschel. Muschelfleisch hinzugefügt. Ja, okay. Kann man machen. Brauche ich das? Moment. Muschelfleisch. Essen, essen. Ja, was soll's. Alles roh. Rohe Muscheln, rohes Ziegenbein. Warum nicht? Nest mit Schlachterfischeiern. Oh mein Gott, mit Alchemie können wir da noch so viel machen. Aber irgendwie habe ich gar keine Lust auf Alchemie. So, da hätten wir schon mal das Schiff. Jetzt müssen wir nur noch das Schiff finden. Also den Innenraum vermutlich. Okay. Und betreten. Und nach diesem blöden Ding suchen. Ah, hier brennt doch ein Feuer. Wir sind hier doch nicht allein, oder? Wir sind hier nicht allein. Was haben wir hier noch? Irgendwelche Wrackkisten. Interessiert mich jetzt eigentlich weniger. Ah, ich wusste es doch. Ah, diese Drecksbogenschützen immer. Ja, stirb, Bandit. Dein Gold nehme ich mit. Deine Pfeile nehme ich mit.
Kavums. Banditenanführer. Oh, ja, ja, ja. Ah, komm, scheiß drauf. Hat der noch dabei? Gold und Dietrich. Sieht auch gut aus. Wir speichern vorsichtshalber mal nochmal. Würde mich interessieren, wo die jetzt gerade herkam, aber ja. Wir brauchen einen Helm. Das ist eine Falle. Gut, dass wir nicht draufgetreten sind. Dietriche. Eisenhammer. Helm von Winterfest, hä? Orkische Bogen des Gefrierens. Ah ja, lässt sich doch mitnehmen. Was ist jetzt hier unten? Bündel von Nordranken. Da muss doch hier irgendwo... Ach, da geht's gar nicht rein. Okay. Hier ist auch nichts Interessantes. Na? Jetzt hat. Oh, ich dachte gerade schon, da fliegt ein Drache. Alter Schwede, schreckt mich doch nicht so. Na gut. Ab nach Winterfeste. Ja, eigentlich wollte ich eine Rolle der Alten suchen. Jetzt tingle ich hier rum und... Ja. Tu das, was ich eben tu. Das ist eine Taverne. Die interessiert mich eigentlich nicht. Die Kaiserlichen denken, dass wir ihre Gesetze benötigen. Ja, die Kaiserlichen, die Kaiserlichen. Birnas Überreste. Okay. Ich verkaufe so gut wie alles, wenn es sich für mich lohnt. Vergesst das nicht, ja? Ich tue was... Oh, etwas hiervon, etwas davon. Ja, eigentlich völlig egal. Da, 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 da. Eisenkriegshammer, weg damit. Eisgeistzähne. Froschsalze. Nee, die Granatsteine müssen wir eigentlich noch aufheben. Dum, da, dum, da, dum. Seelenstein, weg damit. Orkischer Ding, weg damit. Der Bogen kann auch weg. Jawohl. Komm, ist eh nichts wert. Na gut. Ja. Ich weiß, ihr habt kein Geld mehr. So eine Scheiße. Na gut. Langhaus des Jarl. Kann ich euch helfen? Ja, ich hab deinen blöden Helm gefunden. Es ist mir egal, wie viele Akademien sie bauen und wie viele Häuser das Meer verschluckt. Ich werde sie alle überdauern. Ja, ist schön für dich. Ich habe den Helm von Winterfeste. Könnt ihr glauben, dass dieses Fürstentum sich einst um den Thron des Großkönigs bewarb? Nun werden wir vielleicht Gehör finden. Hier habt ihr die versprochene Belohnung. Winterfeste dankt euch. 57 Gold. Also gut. Gut. 57 Gold? Bin ich doch dabei. Wir wechseln mal kurz den Standort. Wo mache ich da noch einen markierten Ort? Ich wollte eigentlich nicht nach Windhelm. Hier. In die Drachenfeste nach Weißlauf. Also was heißt, da will ich hin. Da muss ich jetzt hin. Wir müssen unser Inventar mal ein bisschen leer machen. Und die Händlerin... Wolfried, Kopf des großen kampfgeborenen Clans. Ihr habt den Namen sicher schon gehört. Ja. Wen interessiert's? Mich nicht. Und ihr habt unseren Lobpreis verdient, denn wir sind... Ich glaube, der Laden hat zu. Scheiße.
Okay, aber jetzt müsst ihr doch eigentlich offen haben. Belator, mein Lieber. Seht euch nur gründlich um. Ich bin sicher, ihr findet alles... Oh, etwas hiervon, was davon. Ja, ich weiß etwas hiervon, etwas davon. Ich habe einen Stab und nochmal einen Stab. Und jetzt schauen wir mal, Drachenknochen verkaufe ich nicht. Die könnte ich aber mal in mein Heim legen, wenn wir schon dabei sind. Schneefuchspelz kann weg, Säbelzahntigerauge kann auch weg, Säbelzahntiger. Reißzahn kann weg. Verlorene Legenden, ach komm, was soll der Mist? Ich brauch das doch alles nicht. Ziegenfell weg. Gut, vielen Dank. Bitte kommt wieder. Ja, ich komme wieder, um meinen Krempel bei euch abzuladen. Kein Problem. Einer muss es ja tun. So. Mama, ihr seid zu Hause. Ja? Hey, ich habe hier was für euch. Ich hoffe, es gefällt euch. Violette Bergblume. Okay, vielen Dank, mein Kind. Vielen Dank. So, wir packen jetzt erstmal die Drachenknochen da rein. Habe ich sonst noch was? Genau, die Granatsteine packen wir da rein. So, Gold behalten wir auf jeden Fall. Oh, auch schon 12.000. Voll geil. Dum, 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 dum. Der Rubin kommt da rein. Ungewöhnliche Stein. Ach, den wollten wir ja nur schätzen lassen. Eigentlich. Red ist ganz schön gemein. Ja, ganz schön gemein. Das Leben ist hart. Ich weiß. Geht mir nicht anders. Mama. So. Ja, schön für dich. Wir wollten jetzt eigentlich mal schauen. Finde heraus, wo sich die Schriftrolle der Alten befindet. Das wollte ich ja eben nicht tun. Bringe den ungewöhnlichen Edelstein zu einem Schätzer. Nein. Dam, dadam, 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 dadam. Frage die Anführer der Gefährten nach Arbeit. Wenn wir doch gerade hier sind. So ein bisschen Schotter schadet ja nicht. Habt ihr euch schon als Söldner versucht? Warte mal, waren die... Nein, das war das Gasthaus. Die Gefährten waren oben. Oh Gott. Genau, da waren die Gefährten. Ja, was? Grrr. Kann kein Mensch aussprechen. Habe ich jetzt bestimmt auch falsch ausgesprochen. So, da hätten wir jemand. Und da hätten wir auch jemand. Ich spreche jetzt einfach mal mit dem Kollegen hier. Kommt zu mir, wenn ihr Fragen habt. Ja, ich suche nach Arbeit. Wir haben ein verzweifeltes Sendschreiben erhalten. Ein Bürger aus Falkenring wurde entführt. Die Gefährten haben unsere Hilfe erbeten. Und wir werden sie nicht enttäuschen. Besonders, wenn die Bezahlung dermaßen gut ist. Trödelt nicht. Kaum auszudenken, was passieren könnte, wenn ihr zu spät kommt. Okay, Rettungsmission. Gut, wir sollen jemanden befreien. Wo müssen wir da denn hin? Darüber. Ah, in Todmannsruh war ich ja schon mal. Das ist ja von Todmannsruh eigentlich direkt um die Ecke. Komm, das machen wir jetzt einfach. Sag bloß. Sag bloß. Was für eine Scheiße. Alter. Und Wolfhammer auch noch. Super Sach. Na komm her, du Drache. Komm her. One-on-one fight. Kleine Kampfunterbrechung. Bitte sag mir, dass ich...
Gott sei Dank. Na komm, mein kleines Drachelchen. Lande! Come to me! Ja, ich kann dich doch nicht schlagen, wenn du da... Wir rennen mal ins Wasser, damit wir nicht mehr brennen. Allerdings kann ich im Wasser auch nicht richtig kämpfen. Sag mal. Der könnte ja auch mal runterkommen, ne? Okay. Dann halt anders. Ich bin kein guter Bogenschütze. Absolut nicht. Aber diesen Drachen hole ich mir jetzt. Oder er mich, wenn es so weitergeht. Na? Ich muss mal kurz... Jetzt hauen wir dich zu, Klump, du Scheißviech. Und bam! Stirb! Stirb, du elendiger Drache! Deine Seele gehört mir. So, wir hatten aber eigentlich eine Mission. Wir hatten eine Mission. So, ich habe nur keine Ahnung, wo ich dahin muss. Mal Lugi-Lugi machen. Auf der anderen Seite. Scheiße. Komme ich dann da auf die andere Seite? Also ich meine, ohne jetzt irgendwie durch den Bug zu cheaten oder so. Oh Mann. Was ist denn das? Hallo. Ich jage und fische seit Jahren in dieser Gegend. Hilfe! Was heißt da Hilfe? Ich hab doch den Drachen besiegt. Oder folgt ihr mir jetzt und will mir ans Leder? Vielleicht ist auch eine Schlammkrabbe irgendwo. Wer weiß das schon. Ich speichere nochmal kurz. Kann ja nicht angehen, dass wir den Drachen jetzt im Zweifelsfall nochmal besiegen müssen. Ich fand den Kampf jetzt eh schon relativ hart. Obwohl wir ja auf leicht spielen. Ich bin auch kein guter... Ja... Also gerade Bogenschießen ist ja gar nicht meins in dem Spiel. Ich treffe nichts. Und ich kann es halt auch nicht. Gebe ich offen und ehrlich zu. Laufen wir in die richtige Richtung. Sieht gut aus. Da haben wir doch schon wieder einen Wolf, oder? Nein. Ein Säbelzahntiger. Kann man machen. Nehme ich gerne mit. Na, jetzt hänge ich. Wir sind zumindest schon mal oben. Ich laufe jetzt einfach mal außen rum. Was soll denn der Witz? Eine Schlammkrabbe. Hey, hallo Schlammkrabbe. Kaflatsch. So, wo ist denn jetzt die blöde Höhle? Da vorne irgendwo. Ich meine, wenn die Gefährten gerufen werden, kommen sie. Oder so ähnlich. Manchmal, wenn die Bezahlung stimmt. Sieht doch hier gar nicht ganz falsch aus. Ach du Scheiße. Ich werde mal vorsichtshalber nochmal speichern. Ich weiß, ich speichere gerade sehr viel.
So, wir schauen mal. Ha, da hätten wir schon einen Banditen. Beide hauen voll daneben. Moment, ich muss erst deinen Kollegen looten. Der hat nämlich Gold dabei. So. Jemand muss etwas unternehmen. Ja, unternimm was. Scheiß Magier. Oh, Zaubertrank der Heilung. Sehr gut. War doch nur ein Geldbeutel. 21 Gold ist nicht zu verachten. Nochmal ein Zaubertrank der kleinen Heilung. Bam. So. Banditentagebuch. Nehmen wir auch mit, der ist wertvoll. Ach komm, das andere ist mir zu schwer. Ich muss mal kurz nach dem Buch schauen. Dum, 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 dum. Hier, Banditentagebuch. Bla, 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 bla. Okay. Nari? Alles okay? Ich glaube, der hat gerade einen fetten Schlag eingesteckt. Wir lassen sie mal noch kurz holen. Ja, Pilze, Bier. Durchsuchen, Beutel. Oh, Gold. Gold ist gut. Nari? Wo Hallo? Seid ihr? Keine Spur von ihnen. Ja, ich habe sie auch eliminiert. Den Göttern sei Dank. Nichts wie weg hier. Nach Falkenring will die. Waren wir da schon mal? Aber eine schöne Höhle. So, wir speichern nochmal. Falkenring, Falkenring. Wo ist denn dieses Falkenring, wo die hin will? Karte, Karte, Karte. Dahin will die. Da waren wir, glaub, noch nicht. Aber hier waren wir. Helgen. Schlimme Erinnerungen. Zuflucht, oder? Nein, da waren wir noch nicht. Dann machen wir es jetzt anders. Sie will ja nach Falkenring. Trick 17. Die müsste jetzt hier irgendwo vielleicht oder auch nicht. Sorry. Ich wollte eigentlich nach Falkenring und mich nicht auf die Kutsche setzen. Wo Nari ist, weiß ich nicht. Die wird schon Soll noch kommen. Mit, wohin soll's gehen? Ich will nach Falkenring. Dann wieder hinein. Dann sind wir weg. Jo. Alles gut. Zack. Da meinst ein Reck Ragnar der Rote genannt. Nach Weißlauf geritten von Rorix. Gut. Verabschiede dich von Nari. Hallo, Nari. Habt ihr da draußen einen Hund gesehen? Bitte grüß die übrigen Gefährten von mir. Ah, verstehe. Ich werde dann wohl weiter Wache halten. Und ihr solltet euch während eures Aufenthaltes hier lieber benehmen. Also, Nari. Bringt mich nach Hause. Bitte, bringt mich nach Hause. Du bist zu Hause. Oder? Rettungsmission. Ja, kehre zu Vilkas zurück. So einfach geht's. Super, Falkenring entdeckt. Und jetzt können wir Vilkas unseren Erfolg mitteilen. Ja, jetzt waren wir halt schon wieder die ganze Folge ein bisschen auf Abwägen. Kopf des großen Kampfgeborenen. Ein wenig auf Abwägen. Irgendwie machen wir gerade alles andere als eine Rolle der Alten zu suchen. Aber es macht ja auch so Laune. Und ganz ehrlich, wir haben ja Zeit. Wir haben ja Zeit. Also. Kommt zu mir, wenn ihr Fragen habt. Ja. Ich habe schon davon gehört. Ihr habt den Gefährten und euch selbst Ehre gemacht. 150 Gold. Mhm. Aha.
Ja. Für diese Arbeit 150 Gold. Egal, wir speichern und dann wünsche ich euch einen wunderschönen Morgen, Mittag oder Abend. Bewertet doch mein Video und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Bis dann. Ciao.